Transocean Folge 11. Wir haben mal geguckt, beziehungsweise Nick hat sich informiert, hat recherchiert. Genau. Hat neue Aufträge an Land gezogen. Genau, wir haben hier nämlich diesen... Rotterdam, der Stockholm. Da. Der da. Ja. Wir haben neue Firmenaufträge bekommen und unter anderem müssen wir jetzt hier Holz liefern von Stockholm nach Rotterdam. Das ist also nebeneinander quasi. Und unsere Schiffe sind mit drin, das sind die zweiten hier, die wir haben. Ja, Panamax, genau, die dürfen wir benutzen. Und wir müssen 30.000 in fünf Monaten transportieren, 30.000 Container, das kriegen wir hin. Ja. Mit dem Großen, dann fahren wir mit dem jetzt mal nicht über den Atlantik. Sondern, nee, machen wir später. Ja, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein bisschen Budget. Also ganz ehrlich, wir haben so wenig Geld, wir haben auch noch Schulden. 10 Millionen, mehr als 10 Millionen, weil wir ja die Zinsen auch noch mitrechnen müssen. Ja. So. Der ist in Dublin. Taken ist in Dublin. Das 200.000 kostet, nervt mich auch so ein bisschen. Naja, was soll's. So, jetzt müssen wir nach Stockholm. Stockholm. Gucken wir doch mal, ob da was dabei ist. St. Petersburg. Ist da auch da hinten. Da ist könnte dahinter. Man eigentlich glatt Dakar. Mitnehmen. Dakar ist ganz woanders. Das ist in Afrika. Halifax ist auch woanders. Das ist, da wären wir mal drüben über dem Atlantik, aber da wollen wir jetzt ja gar nicht hin. Los Angeles. Ach du Scheiße, da müssen wir durch den Panama-Kanal. Da würde er seinem Namen alle Ehre mal machen. Ja. Aber würde auch 6 Millionen bringen, ne? Ja, na, das machen wir dann alles, wenn wir jetzt unseren Firmen... Aber ich würde sagen, wir nehmen das hier nach die 3,6 Millionen ist eine ganze Menge. Ja, so 3,2, wenn du dann, ne, und Sprit und... Ja, gut. Aber... Ja, wir müssen den ein bisschen beschleunigen. Machen wir mal sicherheitshalber so, ne? Ja. Und hier konnten wir hier günstig tanken oder nicht? Nee. Nee. So unter 500 wäre jetzt günstig oder um die 500. Ja. 400. Dann fahren wir dahin, das ist auch... Du musst es noch so annehmen. Genau. Das alte Spiel. Warum haben wir denn 8? Achso, weil wir gerade da angekommen sind. Ja, okay. Und St. Petersburg. St. Petersburg. Genau, 200.000. Ach, du schon wieder. Ich habe hier einen exklusiven Firmenvertrag, den Sie nicht verfassen sollten. Die Prämie ist äußerst hoch. Gut, dass wir gerade einen anderen exklusiven Firmenvertrag angenommen haben. Vor allen Dingen müssen wir da, was ist das, Australien? Ja, und das ist irgendwo in Arabien. Nick, das können wir nicht machen. Nee. Dann würde ich die Konventionalstrafe würde ich einfach einkalkulieren. 4,4 Millionen. Aber wir müssen dann auch den noch ausbauen, ne? Wenn das Maschinen sind. Ja, wir müssen eh noch ausbauen und wir haben jetzt ja gerade einen anderen Vertrag angenommen. Also einen von beiden mit 4 Millionen jeweils Konventionalstrafe. Nee, der andere hat 4 Millionen gebracht. Achso, ich weiß ja nicht, wie hoch ist die Konventionalstrafe. Nee, keine Ahnung. Sehe ich jetzt nicht. Wir könnten es probieren. Dann müssen wir uns aber, ich weiß nicht, was der, wo liegt denn Salala? Ja, es klingt arabisch. Also, ja. Oder vielleicht ist es auch Indonesien irgendwo, das könnte auch sein. Aber es ist eine andere Landesfarbe eigentlich, eine andere Landesflagge. Der hätte jetzt auch Arabien gesagt. Ja, so vom Namen her. Na. Ja, aber das Problem ist, wir haben nur ein Schiff. Ja, was das kann, ja. Was das kann. Und das ist in dem eingebunden und das muss 30.000 Einheiten, wir nehmen es nicht, oder? Das nehmen wir nicht. Komm, wir machen jetzt das, was wir uns überlegt haben. Ja? Heute fällig noch nicht eingetroffen. Warum? Na doch, jetzt ist es da. So. Ja, verrückt. Da siehst du keine Strafen. Gott sei Dank. Zum Hafen. Was wollen wir denn mit dem noch machen? Da müssen wir jetzt ja einfach so nebenher so ein bisschen... Die sind jetzt alle so weit. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum gibt es denn jetzt so wenig nur noch oder gar nichts mehr in Europa? Ah, der hat ja noch einen. Der fährt ja sowieso noch nach. Ja, ja. Aber ist schon ein bisschen... Aber ist doch scheiße. Ja, warum ist denn da nichts Lokales mehr? Vor allem für diese Minischiffe, ja? Ja. Warum können die denn nicht noch irgendwas Lokales drin haben? Das finde ich jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Also wird man gezwungen, quasi die kleinen Schiffe zu verkaufen irgendwann? Ja. Und nur noch auf die großen zu setzen? Weil was irgendwie albern ist. Man kann ja auch einfach 20 kleine und 5 große Schiffe haben und damit halt durch die Gegend... Na gut, dann legen wir wieder ab und fahren zum nächsten weiter, ne? Ja, müssen wir ja. Muss ja. Okay. Hier in Lissabon können wir gut tanken. Dann lass uns tanken. Ja. Weiter nach Italien. Ja, also sie wollen halt, dass sich das alles öffnet und man dann nur noch in die große Welt sozusagen... Aber das will ich gar nicht. Ich mag meine kleine, süße Welt. Ja, so ein europäischer Reeder sein ist doch auch ganz schön. Ja. So, ja, aber wenigstens bringt das mal ordentlich Kohle. Jetzt gucken wir, wir wollten nach Stockholm, ob wir was haben. Da ist aber nichts in Stockholm. Natürlich ist nichts in Stockholm. Dann fahren wir leer nach Stockholm, oder? Ja. Ja, das ist jetzt Quatsch. Ja. Ja. Können wir sehr gut sogar. Trotzdem eine ganze Menge. Gut. Aber es ist halt ein großes Schiff, ne? Ist halt auch ein großes Schiff. Kann ich erwarten, dass man was geschenkt kriegt? Gibt Stockholm, keine einen Geschenke. Tag. Einen Tag, das ist in Ordnung. Dumm, da sind wir.
Ja. Du musst nochmal draufklicken. Ja, weil es leer ist, ne? Ja, weil es leer ist. Und Holz nach Rotterdam. Holz nach Rotterdam. So. Da können wir mehrere von denen mitnehmen. Naja, nee. Vielleicht die kleinen. Das sind ja schon die. Ja, nee. Ich dachte, da passt so viel rein, aber die sind so. Das ist schwer, ne? Das ist schwer, ja. Dann nimm doch noch einen großen mit. Ja. Großen Klotz. Das sind dann 2700, die wir transportieren von können. 30.000. Also 10%, etwas weniger als 10%. Ja. Also müsste man, also mindestens so 12, 13 Mal müsste man fahren. Ja, cool. Ja, gut, das, du fährst ja nicht lange. Also das ist ja das, der große Vorteil. Fährst 2 Tage. Ja. Na, du kannst auch noch auf einen Tag besteuern, aber braucht man nicht. Braucht man nicht, ne. Ist ja gar nicht nötig. Und das bringt halt richtig Kohle, ne? Ja. Das denke ich mir nämlich auch. Da verdienen wir uns jetzt nämlich das Geld für weitere große Schiffe. Ja. Und für das ganze andere Zeug, was wir noch brauchen. Oh, der verdient uns kein Geld für große Schiffe. Nee. Der verdient uns praktisch gar kein Geld mehr. So, wo kommen wir denn hin? Ach, Algier kommen wir, das können wir beides machen. Bringt uns halt 800.000, 700.000 ungefähr. Lissabon können wir machen. Ja. Das ist ja jetzt wenigstens so ein bisschen was Europäisches mal. Ja, Dakar. Textilgüter, Stockholm. Es bringt ja nichts mit dem jetzt auch noch nach Stockholm und da irgendwie mitzumachen, nee, mit diesem Transport. Und über das große, den großen Teich müssen wir auch nicht fahren mit dem kleinen Ding. Ist jetzt echt nach Quebec? Einfach ausprobieren oder was? Können wir die beiden Dinger mitnehmen? Oder müssen wir schneller fahren? Das ist halt die Frage, ob wir da in 19 Tage hinkommen. Und sonst müssen wir in Lissabon nochmal zwischentanken. Müssen wir vermutlich, ne? Ja, also der kommt ja nicht bis da. Dann lass uns doch. Kommt der von Lissabon bis dahin? Das ist halt die Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Da brauchst du ja noch vielleicht 13 Tage oder so. Und der hat ja, glaube ich, nur für 11 oder 12 Tage, glaube ich. Also hier hat er für 12 Tage. Und nach Lissabon sind es 3 Tage, glaube ich. Ich kann das mal kurz nachgucken. 6 Tage. 6 Tage. Sonst müsste man halt irgendwie über Island und da oben. Ach, ist doch Blödsinn, damit jetzt über den Atlantik zu fahren, oder? Aber 6 Tage, wenn es insgesamt 19 sind, die wir haben, und 6 Tage verbringen, dann. Reicht's nicht. Doch, 6 plus 12 sind 18. Nick, mach es. Weißt du, wenn du es machen möchtest, dann. Wir machen es jetzt. Notfalls kommt das einen Tag zu spät an. Notfalls kommt es gar nicht an, wahrscheinlich. Sinkt einfach im Nordatlantik. Das haben schon andere Schiffe geschafft. Nein, wir kommen an. Na komm, dann mach es. Wir haben ja genug Geld. Uns kann das ja alles egal sein. Notfalls verkaufen wir das Schiff einfach mitten im Meer. Ich glaube, das ging gar nicht. So, dann fahren wir 5 Tage nach dahin. Tanken da nochmal voll? Ja. Das ist auch günstig. Na dann. So, Rotterdam jetzt. Gucken wir mal, wie viel verdienen wir damit so einer Fuhre? 2 Millionen? Ja, das ist okay. Jetzt müssen wir nur was finden, was nach Stockholm geht. Ja, haben wir. Frankfurt über. Ja, nehmen wir mit. Das ist ja nur 2 Tage. Kriegen wir nicht weiter runter. Nee. Dann fahr langsam. Ja. Jetzt erwischen sie uns bestimmt. Ja, natürlich. Auf den 2 Tagen so ein Riesenschiff, weißt du? Alles voll mit fragwürdiger Ware. Ja. Also ja klar, dass das jetzt. Aber Rotterdam, Stockholm, das untersucht doch keiner, oder? Nee, das ist ja in Deutschland. Sturm voraus. Oh, wir hatten noch keinen Sturm. Nee. Durchzufahren. Aber das ist der große, ne? Das ist der große, ja. Der hat jetzt keinen Stress, oder? Bei einem Sturm eigentlich nicht. Also das, die können wir auch umfahren. Ja. Ja, nee, komm, umfahren wir. Der ist auch nicht wild, wenn der jetzt so steht, ne? Der hat ja bloß illegale Ware drauf. Ja, naja, im Sturm werden wir ja wohl kaum. Ah, ist monatliche Rate. Genau. Okay. Im Sturm werden wir wohl kaum kontrolliert werden. So 14 Meter hohe Wellen und plötzlich dockt da so ein kleines Zollschiff an. Wobei ich es den Deutschen zutrauen würde, selbst da noch zu kontrollieren. Immer korrekt. So, dann betanken wir den mal voll. Jetzt kann er 12 Tage fahren. Wir brauchen 11 Tage dahin. Perfekt. Nick, du hast es so gut geplant alles. Wahrscheinlich ist in Quebec einfach mal der Benzin so sauteuer. Da kommen wir auch gar nicht mit was Größerem hin, ne? Das Ach, Ding kann Quebec ist so ein kleiner, ja, ein kleiner Hafen. Das Siehst ist natürlich, du? Ach, hast du dir mal wieder perfekt überlegt. Ne? Ja, ja. Perfekt überlegt. Und ablegen. Dann fahren wir mal über einen großen Teich. Ja, in den Sturm umfahren. Das ist sehr schön. Ja, ein Sturm auf der Nordsee ist okay, die können schon schlimm sein, aber nicht so schlimm wie auf dem Atlantik.
ja, die fragwürdige Ware ist angekommen. Gut, machen wir eigentlich nicht, aber wenn er jetzt ganz ungern, ja, muss ja. So, genau, jetzt müssen wir wieder... Drei große Holzdinger, aber wir kriegen... Wir kriegen nicht viel mit, leider. Na, zwei. Ja, zwei große. Nur noch die zwei größten mit. Nein, zwei größten geht nicht, der geht schon nicht mehr. Naja, also den zweitgrößten, der ist doch fast genauso groß, auch 1500. Ja, aber guck mal hier, ne? Da ist es, ja, ist dann voll, das Ding. Ja, verdienen wir auch über 2 Millionen mit, also es ist super. Ja. Super. Und da können wir ja wirklich jetzt, also 2 Tage wirklich hin und her schippern. Da können wir uns richtig Kohle verdienen. Aber brauchen wir ja auch, wenn wir neue Schiffe kaufen wollen. Ja. Die sind sauteuer und neue Niederlassungen wollen wir auch noch aufmachen. Sind auch sauteuer. Mhm. Alles sauteuer. Jetzt ist aber natürlich nichts mehr da. Nee. Balboa, Rocky kenne ich. Rocky Balboa. Dann fahren wir leer rüber, oder? Ja, fahren wir leer nach Manila und dann machen wir den Abstecher nach Stockholm. 13 Millionen, ne? Radioaktive Ware. Wenn wir die irgendwann transportieren können, dann können wir... Na gut, ich meine, wir könnten auch die hier nehmen, ne? Ja. Dann bauen wir die Dämpfung ein, dann können wir die transportieren, aber jetzt wollen wir erstmal das da oben machen. Ja, klar, wir müssen erstmal den Auftrag hier abschließen. Das ist ja wohl das Mindeste. Ja. Stockholm, 2 Tage, perfekt. Na, die Strecke sind wir ja schon ein paar Mal gefahren, die kennen wir mittlerweile. Wir können mal uns die neuen Schiffe angucken. Hier gibt's was. Ja. Oh, das ist 32. Ist das der, den wir... Ja, nee, unsere hat schlechteren Zustand. Ja, genau. Also unsere, ich wollte sagen, unsere hat 40, aber das ist ja eigentlich ganz geil. Also können wir dann im Laufe der Zeit mal reparieren, aber Anfangsinvestition ist nicht so hoch und wir brauchen ja demnächst mal so ein... Ja, aber jetzt erstmal. Ja, gut, jetzt können wir uns nicht leisten, aber nochmal 20 Millionen mehr, dann... Können wir uns noch leisten, ja. Da hast du recht. Draufklicken. Ach Mann, das gibt mir sowas auf den Sack. Sonst kriegen wir 3000er drauf. Ne, 3000er gehen nicht. Das ist das Problem. So die geht's. Ja, dieses, dann ist er voll. Also, mehr oder weniger. Ja. Ja, ein bisschen was nach oben optimieren. Wenn ich den hier... Ne, es geht nicht besser. Also... Leider nicht. Gut. Und zurück nach Rotterdam. Soll nicht sein. Die Strecke sind wir schon mal gefahren. Ja. Ich glaube, ich erkenne einiges hier wieder. Guck mal, der andere sind Quebec Cats. Da müssen wir natürlich gleich manuell anlegen. Ja. Das ist wichtig. Boah, das hat sich gelohnt. Mehr als sonst. Sonst waren es immer nur 2 Millionen. Ja, na, aber die Einstückpreise waren höher. Cool. Hamburg, radioaktive Ware. Nee. Fahren wir wieder leer los? Och Mann, Leute. Ist doch gemein. Warum gibt es denn nicht mehr, was nach Rotterdam muss? Nach Stockholm muss. Will niemand nach Stockholm? Also, vor allem die Rückfahrt kostet uns immer 400.000, ne? Ja. So, fahren wir dann jetzt wieder los mit ohne Schlepper, ne? Ja. Okay. Quebec freigeschaltet, von jetzt für alle Zeit. Ja. Guck mal, da sollten wir, wir müssen tanken, aber... Ja, aber da ist es sehr billig auch. Also richtig, das gut. Und das ist wirklich ganz billig. Das ist okay. So, was nehmen wir denn mit? Können wir nach Dublin fahren mit den ganzen illegalen Sachen? Natürlich, wir können nicht. Nicht ohne die Illegalität. Naja, wenn wir schon was Illegales mitnehmen, dann können wir es auch beide mitnehmen, oder? Dann richtig. Dann können wir es auch alles mitnehmen. Wenn die uns erwischen, ey, dann kosten... Wie lange brauchen wir? 12 Tage? Dann fahren wir besser schnell, ne? Ja. Ach Nick, das macht alles keine Freude. Nee. Das sind ja auch Sachen, die können wir da nicht ausrüsten, dass der das darf. Also nee. Jetzt noch schnell mal 1 Million investieren oder so. Da, das ist Dublin. Ja, das ist Dublin. Drück die Daumen. Ja, Dublin wurden wir schon mal kontrolliert. Hm. Vor der Küste. Hm. Ah, die Frau geht mir so auf die Nerven. Investorenanteil, das sind ja mittlerweile auch wieder 6 Millionen. Ach komm schon, rutsch mir den. Ja, ich klicke an und dann klicke ich nochmal auf den verdammten Hafen. Also. Also echt, ey. Das sind nur die beiden alle. Ja, besser wird's aber nicht. Nee. Die kleineren kriegst du nicht mit. Oder kannst 20, du. 20, 15, 20? Nee. Nee, das passt einfach nicht. Es ist schade, dass es nicht ein bisschen flexibler ist, dass man sich so ein bisschen wie bei Patricia selber, aber es sind halt Aufträge, es ist halt nicht freie Auswahl, wie bei so einem Port Royal oder Patricia. Na gut, wir müssen ja so viel davon nicht mehr transportieren. Ich weiß gar nicht, wie viel. So viel. Wahrscheinlich, ne? Können wir mal gucken. Oh Gott! Also wir sind jetzt bei 37% oder so wahrscheinlich, oder? Ja.
Das dauert nur noch ein bisschen. Es zieht sich ein bisschen, das Spiel. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt Holzfäller, weil wir so viel transportiert haben. Na, Gott sei Dank. Hä, hast du nur eins mitgenommen? Nee, zwei. War das zweite vielleicht nicht nach Rotterdam? St. Petersburg. Ach, oh, fuck. Ach, Nick, da musst du doch genauer gucken. Ich habe auch nicht hingeguckt. Werde ich den haben wir noch mehr nehmen? Nach St. Petersburg? Naja, dann musst du jetzt mal nach St. Petersburg fahren. Das sind ja nur ein paar Meter. Nicht. Na gut, dann fahr da jetzt einmal nach hinten und. Wollte ich sowieso da hinfahren. Wolltest du eh, ne? Ja, wolltest ich dachte, da ist der Sprit günstig. Ja, klar, das ist immer der Hauptgrund, nach St. Petersburg zu fahren. Und wegen der Eremitage, das ist eine sehr schöne Kunstausstellung. Und die Stadt ist auch gar nicht so schlecht. Aber sonst. Guck mal, war doch gar nicht so lang. Sogar noch 340.000 verdient. Ah. Ich wollte drücken. Oh. Das war gut, dass wir hin. Deshalb habe ich das gemacht. Das war der Grund. Naja, es ist Russland. Ich meine, klar kriegst du da Sprit billig. So, Stockholm. Nichts. Spirituosen nach Hamburg, aber. Nee, ich wollte da nur tanken. Ja, kleiner Abstecher zur Tanke. Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Das Schiff? Das, die Querbeck zu zeigen. Das hast du tatsächlich vergessen. Na, fuck. Ein andermal. Die Leute. Wir kommen da bestimmt nochmal hin. Wir kommen da bestimmt, aber dann mit einem großen Schiff, bitte. Ja, das meinst du auch nicht. Nee, es geht ja nicht. Ach, das ist ja nur so für so einen kleinen Hafen. Das ist ja nur so ein kleiner Hafen. So, St. Petersburg nehmen wir diesmal nicht mit. Nee, diesmal wollen wir nach Rotterdam. 1000. Ach Mann, jetzt haben wir keine drei, die da reinpassen. Die machen das immer so, die Schweine. Weil sie uns keine 700er anbieten. 700er Container. Ist Rotterdam. Oh, angekommen ohne? Ohne erwischt zu werden. 3,6 richtig. Millionen. Wenn sich das nicht mal gelohnt hat. Also die Dinger lohnen sich tatsächlich auch, obwohl es so ein kleines Schiff nur ist. Ja. Aber es waren eben auch illegale. Also für uns Rotterdam. Na komm, ich würde sagen, wir fahren nochmal nach Quebec zurück. Willst du nochmal zurückfahren? Ja. Na, wir haben jetzt nicht, nehmen wir aber nur die illegal mit. Ne? Ja, ja. Wollen wir ausprobieren. Aber für 500.000 lohnt sich überhaupt nicht. Also, aber 1,7 ist schon wieder okay, ne? Ist okay, ja, komm. Das tanken wir nochmal auf. Kostet ein bisschen, aber gut. Nein. Also 1,2 haben wir jetzt noch, dann sind es nur noch 1 Million, weil wir auch nochmal hier ablegen, da nochmal anlegen. Ja, wir können jetzt auch in 18 Tagen hinfahren. Ja, wir haben Zeit. Wir haben ja Zeit. Und jetzt erinnere mich bitte daran, dass ich da tatsächlich dann auch. Ich versuche es. Unsere Lieblingsroute rüber nach Quebec. Nee, das ist unsere Lieblingsroute aktuell. Ja, das stimmt. Das ist zumindest unsere frequentierteste Route. Da kennen wir uns gut aus, aber verdienen auch wirklich 2 Millionen. Wieder. Piraten aufmerksam. Ja, das ist auch schön, ne? Ja. Wie man sich immer freut. Nix. So, Stockholm. Ablegen. Leer nach Stockholm. Zwischendurch immer mal einen Abstecher nach St. Petersburg zum Auftanken. Ja, aber so oft muss der nicht tanken. Nee, das ist schön. Na, vor allem bei der so 2-Tage-Strecke. Ja. Das ist ja wirklich nichts wert. Nee, du musst da nochmal draufklicken. Ja. Ich verstehe es nicht. So, jetzt hier, guck. Da, die können wir alle mitnehmen. Müssen wir alle mitnehmen können, die können wir alle mitnehmen. Ja. Top. Das gibt dann nämlich auch mal ordentlich Kohle. Ja. So mag ich das. Papa braucht neue Pantoffeln, deswegen ist er gar nicht gut gelaufen. Warum das? Na, weil wir ein Schiff gekauft haben. Okay, wollen wir mal in den Finanzbericht dann reingucken? Nee. Machen wir erstmal weiter. Falls der Wert minus ihre Gelder auf eine jeweilige Ratenzahlung pro Quartal. Was? Muss man ja Volkswirtschaft studiert, Betriebswirtschaft studiert haben. Dann leidet ihr Ruf darunter. Klar soweit? Was gucken Sie denn so verwirrt? Wirklich. Ich habe das gerade eben schon im Glossar gelesen. Ja. Leidet ihr Ruf natürlich noch mehr. Sowas spricht sich nur mal schnell rum. Dann gucken wir mal rein. Also sollte man nur. Ja, aber komm! Ey, wegen 870.000. Nee, das ist jetzt aktuell schon im April, der ist noch nicht durch. Achso. Aber wir haben halt hier 12 Millionen Gewinn gemacht und hier 15 verloren und hier 1,5 verloren. Ach, das ist doch alles scheiße. Also darf man nur neue Schiffe kaufen, wenn man gerade schon genug Geld verdient parallel? Ja, wir haben jetzt auch nicht so viel verloren. Wir haben fast gar nichts verloren. Die sollen sich nicht so haben. Wir sind super. Ja. 2,7 Millionen haben wir gewonnen, weil wir einfach geil sind. So. Und geht ja wieder extrem viel rüber nach Stockholm. Ja. Na dann. Wenn wenigstens nach Hamburg man fahren könnte, aber ich nehme jetzt nicht 1 Million mit. Ja, das sind ja nur 600.000 plus minus Sprit noch und so, also das lohnt sich ja überhaupt nicht. Nullo.
Kann man das nicht eigentlich auch automatisiert machen? Also ich finde es auch ein bisschen ungünstig, dass sie das nicht so eingebaut haben. Aber es sieht schon wieder gut aus. Ja? Wie viel Platz haben wir noch? Nee. Ich wollte jetzt hier nichts Größeres noch machen. Ja, geht nicht. Nee, das geht nur mit denen. Ach Mann, Nick, ehrlich? Es geht nicht. Sag ich doch. Los. Auf geht's. Ich mag sowas nicht, wenn man sowas nicht optimieren kann. Ja, das ist. Aber so ist es nun mal in der realen Welt manchmal auch. Da ist nicht mal alles optimal. Aber die Frage ist doch wirklich, wo ist die typische Anno-automatische Linie einrichten-Funktion? Die fehlt doch jetzt hier irgendwie. Ja, das ist mit den Aufträgen halt irgendwie blöd, oder? Ja, die kannst du einfach sagen, ja, hier mach Auftrag, sammel immer möglichst optimal da die Waren ein. Ja. Das ist doch simpel, kannst du auch leicht programmieren. Wetten, das gibt's als Mod. Sollen wir zum nächsten Mal gucken, ob man da vielleicht eine Mod installieren kann? Vielleicht gibt's das auch im Spiel, mir war es zu blöd, das zu sehen. Also ich sehe keine Schaltfläche dafür. Nee, ich auch nicht. Gut. Stockholm, Elektronik. 2,7 Millionen. Komm, probier mal. Dann halt die illegalen Waren, wenn es sein muss. So, die ziehen sie uns jetzt ab unterwegs. Oder auch nicht. Ja, siehst du. Und du wolltest sie nicht mitnehmen. Du wolltest sie nicht mitnehmen. Das habe ich nie behauptet. Gut. Können wir wieder nicht alles mitnehmen, nur die beiden großen. Dabei ist das so viel besser bezahlt pro Stück. Ja. Aber es ist insgesamt schlechter bezahlt. Ja. Schade, schade. Haben wir uns da eine schöne Strecke ausgesucht, du? Wir sind in Quebec. So, jetzt manuell anlegen. Das möchte ich jetzt sehen, wie du das machst. In diesem wunderschönen großen Hafen. Quebec hat immer 500.000 Einwohner. Und wir sollen mehrere Aufträge annehmen, unser Schiff voll auszulasten. Sollten wir das vielleicht mal machen? Ja. So. Jetzt hat er dich ja gut reingesetzt, sodass du schön nicht so einfach um die Kurve kommst. Ja, das ist sehr gut. Da hätte ich ja auch einfach 100 Meter weiter rechts absetzen können. Dann hättest du leichter rumfahren können. Aber es ist echt ein kleiner Hafen. Ja, das ist so der Grund, warum ich gleich gegen die Wand fahre. Wobei ich kenne Quebec, kannte ich gar nicht als Stadt, also so richtig. Ich kenne das, dass das dieser Bundesstaat ist von Kanada, dieser östliche. Aber dass die Stadt irgendwie, also dass es eine Stadt gibt, die auch so heißt, das ist ja eigentlich immer so, dass es in dem Bundesstaat von irgendeinem Land oder Bundesland auch nochmal irgendwie eine Stadt gibt, die so heißt. Also außer vielleicht bei Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es jetzt nicht die Stadt, die so heißt, aber Brandenburg gibt es ja auch zum Beispiel. Ja. Und in Amerika, in den USA ist es ja auch so. Zumindest häufig. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das so eine Großstadt ist. Ich meine, 500.000 Einwohner ist ja schon ganz ordentlich. Also mal gucken, ob das klappt oder ob ich nochmal zurücksetzen muss. Es ist wirklich ein bisschen schwer einzuschätzen, weil er immer noch so ein bisschen mitdriftet dann so in die Richtung. Könnte sogar ganz gut klappen. Könnte aber auch total in die Hose gehen. Da du im Steuer sitzt, tendenziell total in die Hose gehen. Nee, aber es sieht eigentlich gut aus. Also da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Also wenn... Ja, musst halt jetzt gucken, dass du nicht wieder zu weit links ankommst. Na, ich denke gerade schon mal in die andere Richtung. Ja, ist vielleicht auch ganz gut so. Was ist denn das ganze kleine Geflimmere hier? Sind so kleine... Sind nicht Ölfässer? Fässer? Ja, vielleicht sowas. Ach, guck mal, hier fährt der Container... Fahrstuhl da fährt durch die Gegend. Das sieht ja ganz cool aus. Ach, das ist doch nett. So, jetzt musst du da, glaube ich, langsam rum. Sonst dutzt du so ein bisschen vorne gegen. Was dir sowieso passieren wird. Passiert mir was? Ja. Ja, aber es ist ja kein Problem. Jetzt kannst du ja ein bisschen rückwärts fahren und dann nochmal schöner einparken. Ja. Genau. Ja, so sollte das eigentlich ganz gut. Ja, er kommt schon wieder ganz schön nah ran. Er treibt doch dann immer noch ein ganz schönes Stück weiter. Es ist uns länger nicht passiert, dass wir irgendwo gegengefahren sind. Ja. Möchtest du diese Strähne wirklich. Wirklich unterbrechen? Nee, will ich nicht. Da bin ich auch ganz vorsichtig. Du fährst mit 0 Knoten. Vielleicht machen wir wenigstens ein. Gib ihm mal so ein bisschen Schub, ein bisschen Zucker, dem Affen. Dem berühmten. So, jetzt kannst du gerade fahren, ja. Super. Ach, guck.
Ja. Du hast dir Sorgen gemacht. Habe ich nicht, du hast dir Sorgen gemacht. Völlig verständlich, weil ich am Studer war. Ja. Am Studer. Am Apfelstudler. Ich kann da ein bisschen ranzoomen. Nee, es sind Laster. Sind Trucks? Na klar, Amerika. Kanada. Trucks. Das ist das Gleiche. Kontinent ist Amerika. Stimmt. Ja, passt. Und neue Bestzeit. Hervorragend, Gott sei Dank. Immerhin noch ein bisschen was zum Hafen. Geht übrigens nicht. Weil es klar. Und weil wir schon im Hafen sind. Ach so. So, wo wollen wir denn hin? Nach Reykjavik? Nach Dakar kommen wir nicht. Und nach Lima? Klar, Nach Dakar kommen wir. Also Lima lohnt sich, aber das ist alles illegal, ne? Ja, wir haben doch da, lass uns eine fette Waffenlieferung machen. Aber wenigstens ist da billig. Das ist doch schon mal schön, halbwegs. Waffenlieferung nach Lima? Ich finde, müssen wir durch den Panama-Kanal. Wie lange fahren wir da? 27,5 Kraft, 27. Das schaffen wir. Das machen wir. Dann sind wir mal in Lima. Aber ja doch. Das war mal in Lima. Mhm. Fahren wir mal nach Lima. Dann, also der Kleine kommt aber weit rum, ne? Ja, das ist halt unser Großer. Ja, der darf immer von Stockholm nach Rotterdam fahren. Da kann ich auch mit dem Motorboot fahren. Also, das ist irgendwie albern alles. Leute, noch alberner wird es wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bis dann. Richtig, macht's gut. Tschüss.